Alice sagt, sie sei ein Wolf. Ich habe mich, glaube ich, schon seit ich denken kann, einfach nicht wie ein Mensch gefühlt, sondern wie ein Tier. Ich habe auch manchmal die Reflexe, meinen Geruch an Bäumen zu streichen. Sie ist Teil einer Community, die sich Otherkin nennt. Otherkins fühlen sich gar nicht oder nur zum Teil als Menschen. Ich fühle mich total überfordert und möchte am liebsten einfach nur in den Wald rennen und das alles hinter mir lassen. Stattdessen definieren sie sich zum Beispiel als mythische Wesen oder Tiere. Vor diesem Treffen hier sind viele Wochen vergangen, in denen ich versucht habe, Kontakt mit Otherkins aufzunehmen. Die Szene ist sehr vorsichtig, was Öffentlichkeit angeht. Dann habe ich Alice gefunden, die eigentlich anders heißt. Weil sie Angst hat, dass zukünftige Arbeitsstellen sie nicht akzeptieren, will sie anonym mit uns drehen. Also damit ich mir das besser vorstellen kann, was für ein Wolf bist du und wie siehst du dann aus? Ich denke am besten, ich zeige euch einfach mal ein Bild, wenn das okay ist. Ich zeichne auch selber sehr gern. Also ich bin kein normaler Erdenwolf. Ich würde mich als Otherkin-Alien-Hybrid bezeichnen. Ich bin in meiner wahren Form ziemlich groß, so um die 2 Meter und habe 4 Ohren. Und mein Körperbau ist ein bisschen anders als der von normalen Tieren hier auf der Erde. Aber ich weiß durch Meditation und Astralreisen einfach, was ich bin und habe mich selbst da so gesehen von meinem eigenen inneren Auge. Es geht also auch um Spiritualität. Nicht so mein Thema, aber ich will mich drauf einlassen. Und ich merke schnell, dass das Otherkin-Sein bei Alice mehr ist als ein spiritueller Glaube. Ihr fester Freund Zero ist heute auch mit dabei. Wann hast du gemerkt, dass du da anders bist als andere Menschen? Ich habe mich, glaube ich, schon seit ich denken kann, einfach nicht wie ein Mensch gefühlt, sondern wie ein Tier. Nur als Kind wusste ich nicht genau, was für ein Tier ich bin, aber ich habe schon immer Tiere geliebt, mehr mit Tieren Zeit verbracht als mit Menschen. Ich habe auch eher unseren eigenen Hunden das Verhalten abgeguckt als sie meinen Eltern. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich einfach zu viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, aber irgendwie habe ich mich nie als einer von denen gesehen und stattdessen habe ich mir dann irgendwie Tiere als, ich weiß nicht, Vorbild genommen. Ich musste mich dann halt natürlich anpassen. Also ich konnte ja nicht in der Realschule oder in der Fachhochschulreife dann auf allen Vieren rumlaufen und bellen oder so. Alice versteckt ihr Otherkin-Sein meistens. Bei der Arbeit wäre es zum Beispiel undenkbar, so eine Maske oder ihre Wolfsschwänze zu tragen. Ihr Verhalten kann sie aber nicht immer komplett steuern. Manchmal rutscht ihr zum Beispiel auch vor Fremden ein Knurren raus, erzählt sie mir. Wie äußert sich das, dass du kein Mensch sein willst? Ja, es ist schwierig. Es geht halt eher so um das ganze Leben, was nicht passt. Manchmal bin ich irgendwie in der Bahn oder auf der Arbeit und fühle mich total überfordert und möchte am liebsten einfach nur in den Wald rennen und das alles hinter mir lassen, weil ich mich hier einfach nicht wohlfühle, egal was ich mache. Wie ist das für dich dann in der Beziehung? Das ist ja dann eine besondere Beziehung. Ja, das ist es definitiv. Für mich ist das halt auch schön, dass ich ihr die Sicherheit gebe, dass sie halt auch so im Alltag funktioniert. Also ich finde das schön. Ja, ich sage immer erstmal ein Beschützer. Und die Rolle nehme ich halt auch gerne ein und ich mache das auch gerne. Ah, du bist so süß. Was würde ich nur ohne dich machen? Wir gehen dorthin, wo sich Alice am ehesten wie ein Wolf fühlen kann. In die Natur. Voll schön hier. Wie fühlt sich das jetzt für dich an, im Wald zu sein? Wundervoll. Ich fühle mich wie zu Hause irgendwie. Ich fühle mich wie angekommen. Was jetzt passiert, wird in der Otherkin-Community Shiften genannt. Alice vergleicht das mit Reflexen, die plötzlich passieren. Ich habe auch manchmal die Reflexe, meinen Geruch an Bäumen zu streichen. Sie sagt, ihr Unterbewusstsein übernimmt beim Shiften die Kontrolle darüber, was sie denkt und wie sie sich verhält. Das ist kein Schauspiel für sie oder sowas. Ja. 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 Oh Gott. Jetzt habe ich das. Oh Gott. Oh nein. Tu's nicht. Jetzt musst du. Nee. Also ich. Ist jetzt ein bisschen. Natürlich ein bisschen komisch hier zuzugucken, aber irgendwie finde ich es auch. Ein bisschen cute.
zu Hause spielen wir halt die ganze Zeit lang so. Gerade wenn ich überschüssige Energie habe, dann ja. wirst du auch mal angegriffen. Ja, richtig. Aber natürlich nie fest, also nee. Manchmal ein bisschen fest, aber ich würde dich jetzt niemals irgendwie blutig beißen. Nee, zum Glück nicht. Aber du beißt ihn dann auch manchmal. Ja. Ich habe mir auch extra im Laden so einen Hundekauknochen besorgt, so einen aus Hartgummi, damit ich da immer reinbeißen kann. Durch die Beziehung mit Alice hat Zero das Otherkin-Sein auch für sich entdeckt, wenn auch nicht so stark ausgeprägt. Manchmal fühlt er sich wie eine Katze. Hilft das bei euch dann in der Beziehung auch, dass ihr beide, also dass du auch quasi das bei dir so ein bisschen siehst? Ja, also es hilft definitiv. Weil ich kann halt auch ihre Seite dadurch wesentlich besser verstehen. Also es ist ja schon auch besonders, dass ihr beide euch dann getroffen habt. Ja, auf jeden Fall. Da können wir uns halt wirklich nur beim Tinder-Gott bedanken, dass wir uns da doch so schnell gefunden haben. Ich merke schon, wie viel wohler sich Alice in der Natur fühlt. Umso gespannter bin ich auf morgen. Da sehen wir zusammen die Wesen, mit denen Alice am liebsten leben würde. Wölfe. In unserem Fall Wolfshunde. Na, hier ist es voll schön. Hier könnten wir wohnen, oder? Ja, oder? Ich hatte von Otherkin vor der Arbeit an diesem Film noch nie was gehört und finde diese Recherche total spannend. Und genau sowas wollen wir euch bei Reporter bieten. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Es ist ja nicht so, dass du allein bist. Also es gibt ja eine ganze Community an Otherkins, auch hier in Deutschland. Mhm. Und wir treffen jetzt wen, der eben auch Teil der Community ist und den du auch kennst. Kiro, er fühlt sich in Teilen als Drache. Wann hast du das für dich entdeckt, dass du Otherkin bist? So mit 12 oder 13 war das, wo ich mich halt auch mit Freunden drüber unterhalten kann. Zum Beispiel so Tatsachen wie, dass ich eine Verlängerung meines Steißbeins spüre. Und ein Freund mich halt darauf aufmerksam gemacht hat, dass das gar nicht so normal ist. Von diesem Gefühl haben mir viele Otherkins erzählt, auch Alice. Sie spüren Körperteile, die eigentlich nicht da sind. Sie vergleichen das mit Phantomgliedern, also dem Phänomen, dass Menschen, denen Gliedmaßen amputiert wurden, diese noch weiterhin fühlen können. Den Astralkörper, den ich spüre, was ich auch erst vor einer Weile gemerkt habe, passt am besten zu einem Drachen. Das heißt, ich spüre Hörner, die Ohren und vor allem den Schweif eines Drachen. Wie erklärt ihr euch das, dass jetzt gerade ihr Otherkins seid? Ich denke halt, dass es da vereinzelt ein paar Leute oder recht viele Leute gibt, die, sage ich mal, vielleicht ihren Ursprung aus einer anderen Welt oder Dimension haben. Manche denken halt auch, dass das so eine Art Prüfung ist, jetzt so eine Art Menschenleben zu bestehen. Und ich denke mal, da könnte ich mich auch anschließen. Meint ihr, das ist auch psychologisch zu erklären bei euch? Also ich für meinen Teil war halt auch schon in Therapie oder bin halt immer noch in Therapie, aber ich habe das Thema Otherkin jetzt auch schon mehrmals angesprochen mit meiner Psychologin und sie meint, dass da nichts Schlechtes ist, dass es keine Krankheit ist. Also in ihren Augen, sie sieht das so, als ob das ein Schutzmechanismus für mich ist, um besser mit dem Leben hier klarzukommen. Und ich respektiere ihre Meinung auch, aber sie weiß auch, dass das für mich mehr ist als nur ein Schutzmechanismus und dass ich da auch wirklich dran glaube, mit allem, was ich habe. Ich war jetzt noch nicht so viel in Therapie, aber solange es niemanden stört, ist es eigentlich auch nichts, was man irgendwie ankreiden sollte. Warum ist man Otherkin? Das psychologisch zu erklären, hat sich als schwierig herausgestellt. Der Forschungsstand ist dünn. Deshalb war es für die PsychologInnen, die ich kontaktiert habe, auch nicht möglich, eine fundierte Experteneinschätzung zu geben. Was aber auffällig war in meiner eigenen Recherche, viele erzählten mir davon, dass sie es schwerer gehabt hätten in der Schule oder auch schon im Kindergarten wegen ihrer Andersartigkeit. Und auch von Mobbing-Erfahrungen war die Rede, wegen bestimmter Verhaltensweisen. Und von Depressionen wurde viel gesprochen. Wichtig ist aber auch zu sagen, nicht bei allen ist das so. Ich bin fasziniert von dem Thema und beschäftige mich über Wochen mit der Community. Die tauscht sich viel in Foren aus. Otherkins suchen hier nach den wenigen Gleichgesinnten, die es gibt. Die Jüngeren sind vor allem auf Instagram und TikTok. Was ich da halt herausgefunden habe, ist, es gibt nicht die eine Otherkin-Community. Es gibt zum Beispiel Abspaltungen wie die Therians, auf Deutsch Therianthropen. Sie identifizieren sich als wirklich existierende Tiere, zum Beispiel als Echsen, Wölfe oder Katzen. Eine Therian-Gruppe schickt mir diese Fotos von ihren Treffen.
Wie viele Otherkins und Therians es jetzt in Deutschland gibt, das ist ganz schwer zu sagen. Ich selbst schätze nach diesen Gesprächen mit den Leuten aus der Community und der Plattformrecherche, dass es halt maximal ein paar hundert sind. Gestern habe ich schon gemerkt, dass Alice in einer Welt lebt, in der sie eigentlich nicht leben möchte. Und heute lernen wir einen Ausschnitt kennen aus der Welt, in der sie eigentlich leben will. Wir treffen auf echte Wolfshunde und können erleben, was das mit Alice jetzt macht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was passiert, wenn sie mich sehen, wenn ich sie sehe. Größte Angst ist natürlich, dass sie mich einfach überhaupt nicht wahrnehmen. Ich sehe einen schon. Guck mal da. Also das Gehege ist halt super groß. Deswegen ist es gerade echt besonders, dass er jetzt auch schon so nah ist. Er ist halt so wunderschön. Sie sind so nah. Bist du jetzt hier gerade näher bei dir als in menschlichen Situationen? Ja, würde ich schon so sagen. Bist du jetzt gerne hier oder würdest du am liebsten ins Gehege? Also ein Teil von mir möchte sehr gerne ins Gehege, aber auf der anderen Seite möchte ich die ja auch nicht überfordern. Die kennen mich ja nicht als Person. Die kennen auch noch nicht so meinen Geruch und alles. Selbst wenn sie jetzt spüren würden, dass ich ein Wolf bin, heißt es ja nicht, dass sie mich direkt akzeptieren. Die beiden Wolfshunde hier wurden mal illegal gehalten und auch gekreuzt. Sie haben jetzt hier in dieser Anlage einen verhaltensgerechteren Raum für sich bekommen. Oh. Hey, ich versuche mit dir zu reden. Er sieht eher genervt aus. Oh nein. Also, es ist mir, glaube ich, selten so schwer gefallen, mich in eine Gedankenwelt von einer Person reinzuversetzen wie jetzt gerade. Aber ich sehe halt gerade auch eine Person, die total glücklich ist. Ist echt schwer zu beschreiben gerade. Ja, das sehe ich genauso. Ja, ist okay, ist dein Revier. Wow, das war gerade voll magisch. Hat mich so angeguckt. Ihr habt euch ja gerade so eine ganze Minute lang einfach angesehen, so 2 Meter entfernt voneinander. Das war unglaublich, seine Augen. Das war, als ob er mir wirklich direkt in die Seele geschaut hätte und ja, sich so ein bisschen gefragt hatte, so, wer ist denn das jetzt? Aber er war ja anscheinend auch nicht abgeneigt, hat mich nicht angeknurrt, obwohl ich ihm so dicht gekommen bin. Das ist schon ein großes, also das war schon ein Geschenk für mich. Wenn ich könnte, würde ich mich jetzt einfach in einen Wolf verwandeln und, keine Ahnung, mich da so ein bisschen unterwerfen und sagen, hey, ich möchte auch in eurem Rudel sein. Aber das geht ja nicht. Das ist mir auch bewusst. Ich finde es einfach wahnsinnig mutig, wie offen Alice mit mir spricht. Sich selbst nicht als Mensch sehen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, krass, dass es das überhaupt gibt. Und jetzt, wo ich die Community halt besser kennengelernt habe, habe ich gemerkt, Otherkins sind halt meistens schon echt reflektiert und haben einen Weg gefunden, in der menschlichen Gesellschaft zurechtzukommen. Was sagt ihr zu dieser Reportage? Schreibt mir das doch gern unten in die Kommentare. Wir bei Reporter wollen euch mit unseren Themen überraschen und über Sachen berichten, von denen ihr noch nie was gehört habt. Also wenn ihr weiter überrascht werden wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke.
Und ich habe noch einen Tipp für euch. Philipp hat eine sehr berührende Reportage gemacht über Kinderdemenz. Weiter nach links. Da musst du kurz die Hände wegnehmen, sonst erkennst du dich. Bei der Krankheit ist es oft so, dass später zum Beispiel künstlich beatmet werden muss und so, weil der Körper halt vergisst, wie man schluckt und vergisst, wie man atmet. Wie ist Antonias Leben mit einer Krankheit, die immer tödlich endet? Klickt hier für das ganze Video. Und darunter noch eine Reportage von True Doku. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.